Die ersten beiden Bilder des Meisters wurden im Internet für einen guten Zweck versteigert. Nachdem er so seine künstlerische, wegweisende Arbeit nachweisen konnte, war es soweit. Das Landeseinwohneramt hat Andreas Neuendorfs Reisepass, Zecke, eingetragen und dieser... Zecke! Und diese Ehrerbietung hochfeierlich abgestimmt. Andreas war somit der erste deutsche Spieler, der seinen Künstlernamen auf dem Trikot tragen durfte. Seine Werke sind derart umfassend und epochal, dass sich bis heute keiner der weltweit operierenden Kunstkritiker gewagt hat, das Gesamtwerk des Meisters zu bewerten. Vielen Dank. Applaus für Ronny! Ronny Nicol! Fußballer können doch lesen. Ja, ey Ronny, das hast du super geil gemacht. Und du hast damals, du hast jetzt den Loser des Abends geschaffen, nämlich mich. Denn ich habe leider in meinem Buch es versäumt, ein Kapitel über dich zu schreiben, welches jetzt von Zecke vorgetragen werden würde. Deswegen auch nochmal ganz fetten, ey, du bist für mich einer der größten Künstler hier. Ronny Nicol! Yeah! Nichtsdestotrotz werde ich jetzt Zecke überreden, ein Kapitel aus meinem Buch vorzutragen. Ein Kapitel über einen der ganz Großen unserer Trainergilde. Einen ganz Großen, von dem ich hoffe, dass keiner von euch beiden je unter ihm gespielt hat. Begrüßen wir ganz herzlich den schon eben gehuldigten Künstler. Begrüßen wir ihn jetzt als Vortragenden. Begrüßen wir Herrn Dritten weg! Ich bleib bei dir, Zecke. Danke, danke. Also, Ronny, danke. Er hat gerade gesagt, auch Fußballer können lesen. Wartet ab, bis ich fertig bin. Er liest in Steno. Er liest in Steno. Darf ich auch malen? Nach Zahlen oder normal? Also, okay, jetzt hier. Euer Union-Buch. Ich. Unser. Zecke, unser. Unser, ja. Der Größte! Zecke! So groß, dass du nicht mal ein Kapitel für ihn hattest. Selbst ich als Herr Kahner würde für Ronny ein Kapitel schreiben. Zecke, ich gebe zu, ich bin scheiße, aber Ronny nicht. Und du nicht. Und ich freue mich ja total, es ist mir eine Ehre, dass du trotzdem aus meinem Buch liest. Aus deinem Buch. Also. Zecke! Warte, ich muss aus seinem Buch vorlesen. Warte ganz kurz. Wenige von euch wissen, dass ich eigentlich im Herzen Blau-Weißer bin. Keiner von euch kann ahnen, dass ich eigentlich blau-weißes Blut habe. Ich bin eigentlich Herr Tana. Alles andere ist nur Show von mir. Soll ich wirklich weiterlesen? Hat nichts mehr zu verlieren, er hat nichts mehr zu verlieren. Punkt, Ende. Das sollte ich nur vorlesen. Nein. Das war einfach Wunschdenken von mir, aber steht hier leider nicht. Aber ich bin der Künstler, ich kann ja improvisieren. Also, jetzt versuche ich es mal mit den Buchstaben, die hier aneinandergereiht sind. Und ich habe auch keine Brille auf, aber ich versuch's. Und habe schon 4-5 Bier getrunken. Lalle etwas, aber bitte verzeiht. Weil Lothar Matthäus niemals Union-Trainer sein wird. Warum eigentlich nicht? Holt Hertha jetzt Lothar Matthäus? Fragt die BZ am 28. September 2009. Der Schreiber des Artikels verkündet,
der Weltmeister, Rekordnationalspieler und mittlerweile Ex-Trainer unzähliger Clubs oder Nationalmannschaften aus aller Welt, habe beim Pokal aus der Westberliner gegen den TSV 1860 München auf der Tribüne gesessen. Ich muss umblättern. Den von ihm erspähten zitiert er im Artikel mit dem hochgradig Matthäusischenänischen. Das liegt nicht an mir. Also, wenn ihr wüsstet, ganz so schnell. Hast du kein T9 gehabt oder so? Scheiße, Zecke, hau mich jetzt nicht rein. Ich dachte, du bist Künstler. Okay. Ja, nach allen Regeln der Kunst. Lothar Matthäus spricht. Warte, ganz kurz. Ronny Nicole. Fußballgott! Geht doch. Hau hin! Danke. Berlin ist schon schön. Ich lasse das jetzt schon auf mich zukommen, spricht Lothar. Was für eine Meldung. Der große Hauptstadtclub mit seinen gigantischen Ambitionen. Und der Boulevardheld auf der Trainerbank klang für mich gar nicht mal so abwegig. Auch die 60er wurden mittlerweile schon mal mit Lothar in Verbindung gebracht. Aber welcher Verein eigentlich nicht? Der erste FC Union Berlin, Ronny Nicole. Ihr seid ja ein bisschen müde geworden, oder Unioner? Ronny Nicole. Der erste FC Union Berlin. Womöglich weiß Herr Matthäus nicht einmal, dass ein Fußballclub diesen Namen existiert. So zumindest lese ich jene Botschaft, die Nina Hagen im gleichen Jahr wie oben genannter EZ-Artikel in der Berliner Zeitung anvertraute. Kurz nach Unions Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga begegnete sie Lothar M. während eines gemeinsamen VIP-Termins oder VIP-Termins. Als ihm im Überschwang ihrer Gefühle die Kunde unseres Aufstiegs überbrachte, habe er lediglich einen Blick gesandt, der von einer gigantischen Unverständnis zu künden schien. Ronny Nicole! Fußballgott! Hau he! RKBSC! Hau he! RKBSC! Und niemals vergessen! Recht hat eine Tage. Was? Da hat er recht. Recht hat er getan. Lothar Matthäus und Union. Das passt zusammen wie nichts, was man in einem Atemzug nennen könnte. Zumindest so lange wie ersterer, der große Lothar, der Yellow Press Unterhaltung bleibt und Union im Stadion an der Alten Försterei spielt. Punkt aus Ende. Ich danke dir sehr, dass du mir hier so einen kurzen Text gegeben hast. Und Ronny musste da irgendwelche Zungenbrecher da hier aussprechen. Von daher kann ich einfach sagen, Ronny, du hast recht, wir Fußballer können auch ein bisschen lesen, trotz Kopfwelle. Aber wir sind ja jetzt hier nicht die Helden, sondern wir beide, also ich muss echt sagen, auch mein erstes Lesederby, was ich miterlebe, und definitiv nicht mein letztes. Nein, aber wir schreiben noch neue Bücher, oder nicht? Gibt's doch noch wieder neue drin. Also, Ronny hat mir schon gesagt, er fängt jetzt an zu schreiben. Aber nur mit dir zusammen. Ja, natürlich. Jawohl! Jungs, ihr habt den Lesen gerade so wenig. Also, vielen Dank. War wirklich nett hier, aber hier die beiden sind echt klasse. Also, Respekt. Lucy, komm, nicht schlapp machen, komm. Nachspielzeit noch, komm, Nachspielzeit. Ich hab da was vorbereitet. Und ich hab auch einen Hocker. Jetzt schämt er sich, weil er kein Kapitel hat. Jetzt kommt er an, Entschuldige. Das nächste Buch ist Ronny mit so einem Artikel darin. Ich danke ganz herzlich Zecke Neuendorf.
den ich ja schon immer ganz toll fand. Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Geht jetzt in die Verlängerung, glaube ich. Naja, noch haben wir noch die Nachspielzeit am Laufen. Nachspielzeit. Macht jetzt richtig Scheiße. Aber mit dem Scheiße läuft immer am besten, oder? Ja. Ich will ein Bild von dir. Ich will ein Bild von dir. Ich will ein Bild von dir. Ich will ein Bild von dir.